Bist du bereit? Bist du bereit? Du musst es schon selber machen. Wieso hast du das getan? Wir haben Kinder im Haus. Und alle hier lieben dich sehr. Und ich dich am meisten, siehst du das nicht? Und wieso merkst du nicht, dass die beiden Jungs das auch tun? Fühlt sich das gut an? Thank you.
Alle warten, die Presse ist hier und Matthews will seine Faust in mein zartes Arschloch stecken. Die warten schon über 5 Minuten. Ich hatte gesagt, keine Pressekonferenz. Du hast gesagt, er will unterschreiben. Und dann schrumpfte die Zahl. Alvy hat den Kampf nicht nötig, du wolltest das. Ist das Alvy? Verflucht, wo ist er? Alvy, verdammt, wo steckst du? Da, wo du mich haben wolltest, in der Männertoilette. Wieso? Ich verarsch gar nur etwas. Was sagt er? Nicht das, was wir wollen. Ach, scheiße, ich kann doch jetzt runterkommen und wir klären das dann später. Nein, ich muss ihn weichkochen. Sollten wir weniger verlangen? Aus welchem Grund denn? Was weiß ich, verdammt. Lisa, sind wir Schweine? Ja. Ist Huster? Ja, und er ist angepisst, dass du fehlst. Sein Manager scheißt Garo ganz schön zusammen. Das ist gut, das hat er verdient. Was kriegt Hughes? Ich will mehr. Klar, ist mir egal, ob's auch nur ein Dollar ist. Ich will mehr. Ich gebe mir Mühe. Ja, aber nicht übertreiben. Hörst du, übertreib's nicht. Ich werde den Deal nicht platzen lassen, aber ich muss wissen, bis wohin du gehen willst. Willst du einen Rückzieher machen? Nein. Versuch, das Beste rauszuholen. Dann warte. Tu ich. Wo ist er? Gar nicht gut. Er ist völlig zusammengebrochen. Du musst die Pressekonferenz absagen. Wieso das denn? Er ist tief getroffen. Er findet, du lieferst nicht das, was versprochen war. Ich bezahle ihm mehr, als er jemals bekommen hat. Garo, du weißt doch genau, wie er ist. So emotional. Er will von allen geliebt werden. Du bist so ein Gangster. Ich versuche es hinzubiegen. Okay, sag mir eine Zahl. Wie soll ich das machen? Ruf Dubai an. Geht es hier um Ryan? Hier geht es um Geld. Und du hast dir das selber eingebrockt. Läufst schwanzwedelnd durch die ganze Stadt, prallst mit dem Ölgeld und was für eine scheißgroße Nummer du jetzt bist. Entweder hast du Kohle oder nicht. Also auf den Tisch damit. Was machst du da? Was hat er gesagt? Alles gut, steh auf, das ist ekelhaft. Wie viel? Ich habe mein Bestes gegeben. Und es sind 1 Million Scheißdollar. Du, Alvy Colina, sagst 1 Million Dollar ein. Für den Kampf. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Wow. Dummes Geld regiert die Welt. Nein, Ölgeld regiert die Welt. Alles okay? Ja. Besser, du gehst jetzt zur Pressekonferenz, sonst springt Garo aus dem Fenster. Ja. Geh du schon mal vor, ich komm danach. Ja? Von wem ist das? Ryan. Für Maya, für coole Spritztouren, in Liebe Onkel Destroyer. Ja, zauberhaft. Oh, das ist der scheiß Gute. Mit den 4 Rädern und dem Sonnenschutz obendrauf. Der schicke Brentwood-Scheiße. Ryan. Warte, nein. Pack ihn nicht aus. Wieso? Weil der 1.000 Dollar kostet, das können wir uns nicht leisten. Aber wir kaufen ihn ja nicht, das ist ein Geschenk. Was soll's? Nein, bitte tu es nicht. Er will doch nur großzügig sein. Es ist widerlich, Jay. Was? Wieso? Was ist widerlich an dem? Du weißt genau, was ich meine. Nein, weiß ich nicht, aber du kannst es mir ja mal erklären. Deine Familie ist reich. Du hattest schicken Scheiß. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass wir überhaupt nicht reich sind und nur der Kinderwagen schicker Scheiß ist. Was für schicken Scheiß brauchen wir noch? Du bist gerade ein Arsch und du verstehst das nicht. Dann erklär das mal.
Es geht darum, dass der Kinderwagen $1,000 wert ist, was für uns viel zu viel ist, und ihn anzunehmen fühlt sich falsch an. Fühlt sich falsch an? Ja, so wie L.A., um ehrlich zu sein. Oh. Entschuldige. Was ist falsch an L.A.? Ich hab nie gewollt, dass mein Kind hier groß wird. Also ich bin in L.A. groß geworden und du lebst hier seit 10 Jahren? Lass mich nachdenken. Wo wär's denn besser? Schwierige Frage. Oh, wie wär's denn in Wisconsin? Du bist ein Arschloch! Was soll dieser Mist? Nur weil du so eine idyllische Kindheit auf einer Plantage hattest und scheiß Äpfel von den Bäumen gepflückt hast, ist das nicht die einzige Art, ein Kind großzuziehen. Wieso bist du so gemein? Weil dein unzufriedener, depressiver Scheiß die ganze Zeit meine Sicht vernebelt. Tut mir leid. Etwas Besseres kann ich gerade nicht bieten. Jetzt haben wir ein Geschenk bekommen. Aber wenn du unsere Tochter lieber in so eine verfluchte Schubkarre legen willst, weil sich das für dich etwas echter anfühlt, dann ist das okay. Down these city streets, I walk tall, I walk proud. With a $40 shirt, my head above the crowd. The people of this town tip their hats as I walk by. They nod their heads and say, there goes a lucky guy. They don't know I'm living the big lie. Everything I want, I have and 10 times more. Everything but you, and you're all I'm living for. Too proud to ask you back, too hurt to even try. While the outside of me laughs, on the inside I cry. Every day I'm living the big lie. The smile that I wear keeps the wrongs I've done inside. But a man can't face himself with too much guilt to hide. I wish I could be free from this never-ending lie. Morgen. Wieso duschst du eigentlich vor dem Training? Weil's mich wach macht. Wieso fragst du? Es herrscht gerade eine Dürre, deswegen. Ich hab eine Kanne Kaffee gemacht gegen deinen Kater. Ich hab aber keinen Kater. Du bist so lange weg gewesen, da dachte ich, es ist so. Noch ein Sexualstraftäter in der Nähe hier. Der wohnt nur eine halbe Meile von uns entfernt. Dann bring ihm doch einen Eintopf. Du bist nicht so lustig, wie du denkst. Schalt das Ding mal aus. Ich muss dir was sagen und will nicht, dass du ausflippst. Oh Mann. Ich hab's doch noch gar nicht gesagt, Keith. Was denn? Ich glaube, ich werde ausziehen. Keith? Wieso? Weißt du, wir wohnen hier schon lange zusammen. Und langsam sind wir erwachsen und brauchen unseren Platz. Es wird ja nicht gleich morgen sein, ich sag dir nur, ich sehe mich um. Ryan, ich natürlich bin ich nicht perfekt und nein, es geht nicht um dich, Alter. Du hast bestimmt Du hast nichts falsch gemacht. Aber wieso denn dann? Es muss sein. Es war ja nicht für immer. Hey, wir bleiben doch Freunde und machen ab und zu was zusammen. Was ist? Setz dich wieder. Keith.
Ich hab Durchfall! Tag zusammen. Wir fangen auf jeden Fall an. Elvi wird auch gleich herkommen. Wieso gibt es ihn jetzt? Ja, bitte, da hinten. Aber die Frage geht an Matt. Ach, wirklich? Matt, Sie sind als Legende zurückgetreten. Sie sind in der UFC Hall of Fame. Warum tun Sie sich das an? Müssen Sie sich was beweisen? Ich will zuerst mal Garo für die Organisation danken und für meinen Gegner entschuldige ich mich. Warum ich das tue? Ich bin erstens noch gar nicht so alt. Wenn Sie sich Hendor ansehen, der ist viel älter als ich. Der kämpft immer noch. Doch Elvi wurde persönlich, hat mich herausgefordert. Und nun scheint er doch kalte Füße zu kriegen. Er ist noch genauso verrückt. Okay, wer will die nächste Frage stellen? Sie, junge Lady. Harvey, was machst du denn hier? Hat's angefangen? Ja. Noch ein Glas, bitte. Nein, 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 wir gehen jetzt. Elvi. Ist Hughes schon angepasst? Ja, und Garo auch. Gut, ich hoffe, sie laufen krebsrot an und schwitzen. Das reicht, danke. Auf dich. Na komm, hoch die Tassen. Das, was du tust, ist hervorragend. Okay? Eine edle Kämpferin für meine Interessen. Danke. Ich habe einen Deal geschlossen, nicht Windeln gewechselt. Kommst du jetzt bitte mit? Ja, mach ich. Zahlst du? Ja. Alles klar, danke. 1 Million Mäuse. Machst du jetzt die Scheißtür auf, Kayla? Kayla, verdammt, willst du, dass ich die Scheißtür eintrete? Also mach endlich die Tür auf, Kayla. Glaub mir, ich trete sie gleich ein. Du sollst die verdammte Tür aufmachen. Hör auf damit. Hör zu, ich habe da gerade eine ganze Filmcrew, die wartet und die pro Stunde bezahlt wird dafür, dass sie sich die Eier schaukelt. Was denkt sie, wer sie ist? Sie kann nicht arbeiten, sie ist krank. Oh, was für ein Scheiß. Was zum Teufel hat sie? Sie kann kaum noch laufen. Die Wichser waren rücksichtslos, sie ist verletzt. Spinn nicht rum, gestern Abend ging's ihr gut. Fick dich doch. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Chrissy sagt, deine Furze tut weh. Aber weißt du, wir haben da eine kleine, wundervolle Location. Ein großes, schickes Haus in den Hills. Und einen gut aussehenden Jungen. Der hat viele der Girls gefickt, die du auch kennst. Das wird dich weiterbringen. Und viele Leute haben sich heute auf dich verlassen, Liebes. Also, wirst du heute arbeiten können? Ja, natürlich. Ja, ich schaff das. Natürlich schaffst du das. Bist ja schon groß. Auf geht's. Steh erst mal auf. Kayla, geh wieder ins Bett. Mir geht's gut. Leg dich wieder in das Scheißbett. Du fährst jetzt zum Doktor in Lancashire. Lass sie auch gleich testen. Brauchst du nicht auch einen Arzt? Es geht mir gut. Hauptsache, es geht dir besser. Ich bin echt begeistert, dass Matt angenommen hat. Ein Kampf gegen ihn ist eine Ehre. Er ist unerreicht. Ja? Warum wollten Sie unbedingt gegen Matt Hughes kämpfen? Ich habe noch eine Rechnung offen. Denn er hat mich fertig gemacht bei unserer letzten Begegnung. Und den scheiß Geschmack im Mund will ich endlich loswerden. Es gibt Stimmen, die sagen, der Kampf wäre nur eine Show. Ein Marketing-Gag. Dieselben Stimmen können sich gern in den Arsch ficken. So viel dazu. Okay, der Kerl mit dem hässlichen Hemd, bitte. Wie geht's an Elvi? In welcher Verfassung sind Sie gerade? Für einen Kampf bin ich noch nicht fit, aber ich trainiere hart. Also Sparring ein paar Mal die Woche. Natürlich ziehen wir an, je näher der Kampf kommt. Ich werde bereit sein für Mr. Matt Hughes. Und mental? Hä?
Na, mental. Mental? Mental bin ich auf einer tropischen Insel mit einer schönen Frau und muss keine dummen Fragen beantworten. Was meinen Sie überhaupt damit? Naja, man sagt Ihnen schon nach, dass Sie als Fighter launenhaft sind. Bevor Sie hier waren, hat Matt Sie als verrückt bezeichnet. Wollen Sie das kommentieren? Du nennst mich verrückt? Sie wollen mich mit Matt Hughes vergleichen? Dieses dumme Stück Maisbrot, der um 8 Uhr in die Haier geht und dabei ein Glas Milch in der Hand hält, weil er morgens den Traktor fährt? Also ich bin Sid Vicious verglichen mit diesem Pfadfinder. Noch sinnvolle Fragen? Nein? Na dann vielen Dank, Jana. Shelby Nato. Hi. Hey. Na, wie geht's? Gut, und dir? Könnte besser gehen. Schön, dich zu sehen. Ich darf? Ja, bitte. Du bekommst auf jeden Fall einen strammen Highlander-Jungen mit feuerroten Haaren. Okay. Was machst du hier? Ich hole Ryan ab. Er ist gleich da vorne. Sagst du ihm Bescheid? Okay. Na, Freunde? Hey, Dom Ramos, der neue Trainer. Hi, Ryan. Freut mich, hi. Jay, Colina. Ah, okay. Bin ganz schön aufgeregt. Ich helfe aus, während Alvi trainiert. Ja. Lass euch nicht aufhalten, ich wollte mich nur vorstellen. Wenn ich euch unterstützen kann, einfach fragen. Ich bin für euch da. Okay? Alles klar. Okay. Okay, schönen Tag noch, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ah, wo ist der Truck, Mann? Der steht zu Hause. Das hier ist mein Dienstwagen. Dan nennt ihn den weißen Handschuh-Service. Wenn ich aus dem aussteige, wirke ich wie ein gefragter, erfolgreicher Immobilienmakler, der berühmte Kunden vertritt, der die schicksten Grundstücke in ganz L.A. vertickt. Für mich wirkst du immer wie Jay im Anzug. Montag, Mittwoch, Freitag unterrichten Sie Muay Thai und dann jeden zweiten Donnerstag übernehmen Sie für Joe Jiu-Jitsu. Und wenn Sie wollen, können Sie auch Privatkunden trainieren. Alle, abgesehen von Ryan und Nate, die gehören Alvi. Ich mache so viele Kurse, wie ihr wollt. Das reicht. Danach sehen wir weiter. Und hier, diese Formulare müssen Sie bitte noch ausfüllen und ich brauche eine Kopie Ihres Führerscheins. Ein Problem für Sie? Cash wäre weitaus besser für mich. Warum denn? Die Ex-Frau. Furchtbare Frau. Guter Anwalt, weißt schon. Ich bescheiß die Finanzbehörden nicht. Alles klar. Alles klar. Hätte ja sein können. Hier. Dich wieder hin. Ich hol dir Wasser. Und? Ihr Muttermund ist verletzt und sie hat ein paar Risse. Wie lange wird's dauern? Kannst du mal ein bisschen rücksichtsvoller sein? Ich hab doch nur gefragt. Scheiße auch. Jesus, das wird dir helfen. Versuche ein wenig zu schlafen. Legst du dich zu mir? Nur so eine Minute? Na klar. Was denn? Nein, 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 was tust du denn da? Oh, aufräumen und hier sauber machen. Nein, nein, du sollst keine schweren Sachen heben. So schwer ist es nicht. Ganz egal, ich finde, du solltest überhaupt nicht arbeiten.
Alvi wollte dich sehen. Komm her. Wie geht's meinem Jungen? Wächst und hat die Hosen an. Lieber Gott, gib ihm meine Haare. Hey, was gibt's? Ich brauche ein Muskelrelaxanz und ein Schmerzmittel, nicht zu stark. Ich muss trainieren. Was hast du denn? Ich habe tierische Schmerzen hier, vom Nacken runter in beide Arme. Taube Hände, ist vielleicht ein Nerv eingeklemmt und schreckliche Rückenschmerzen. Eine Verletzung? Nein, kein Trainingsunfall. Ging schleichend los. Ich kann nicht richtig greifen. Bandscheibe, würde ich sagen. Mach ein MRT. In ein paar Tagen. Okay, hier. Flexeril. Percodan. Und dann habe ich noch was. Ich habe im kleinen Finger Zuckungen und im Trizeps auch manchmal. Könnte neurologisch sein. Neurologisch inwiefern? Was meinst du? Naja, ALS oder Parkinson. Spinnst du total? Ich hab Parkinson? Vielleicht hast du auch nur zu starken Kaffee getrunken. Ja, was denn nun? Entweder Parkinson oder ein Kaffee? ALS? Ich bitte Alter, dich, Mac. Es könnte eine Million Dinge sein. Oder vielleicht auch gar nichts. Ist es ein Kaffee oder ALS? Mach einfach ein MRT, denn es brauch ich nicht. Kann ich so brauch vieles kein sein. MRT. Ich vermute, es Gib ist mir nichts. Gib mir ein paar Xanax. Na gut, okay. Wie viel willst du? 2. 8. Gib mir 8. Okay, was hältst du davon? Hier ist eine Dose. Entschuldige, dass ich ALS erwähnte. Verschwinde sofort hey, hier. Ich wollte... Raus aus meinem Büro. Du sollst nicht dauernd Dr. Internet fragen. Verfluchter Idiot. Wohngeld ist 700 im Monat. Inklusive Pool- und Gartennutzung. Es gibt da einen Osmose-Umkehrfilter für das Trinkwasser hier. Und wozu ist der gut? Der Filter macht die Osmose wieder rückgängig. Das schmeckt dann besser. Nicht so mein Ding hier. Auf zum nächsten. Du musst das nicht machen. Was machen? Das hier, mir alles zeigen. So wie eine Bitch, Mann. Ist ein komisches Gefühl. Das ist jetzt mein Job. Du solltest wieder kämpfen, Alter. Es steht 1-1. Ein Unentschieden, macht dir das überhaupt nichts aus? Ich denk nicht drüber nach. Also ich schon. Willst du es nicht wissen? Was wissen? Wer besser kämpft. Du kannst besser kämpfen. Der beste Fighter. Ich mein's ernst. Der bessere Krieger. Ich geb dir gern meinen Gürtel. Mach hier nicht den Affen. Ich geb dir die blaue Schärpe. Jay. Sire, ich lege euch voller Demut mein Schwert zu Füßen. Ich mein das ernst, Jay. Ich bitte um Gnade. Der Krieg ist zu Ende. Ihr seid überlegen und könnt schlafen, Sire. Steh endlich wieder auf. Verdammt, ich will mich mit dir unterhalten, Jay. Du bist clean. Weißt du, wie gut du wärst? Bei beiden Kämpfen war keiner von uns gesund. Nur ein weiterer Fight und dafür kriegst du eine Menge Kohle. Die würde Garo locker machen. Es geht mir nicht ums Geld. Ich habe eine Tochter. Dann tu's für sie. Das wäre nur kitschig, Ryan. Und eine Lüge. Auch wenn du nicht gegen mich kämpfen willst, steig einfach wieder ein, Mann. Komm zurück in den Käfig, Alter. Ich bitte dich. Verdien wieder Geld mit dem Geschenk, das Gott dir gegeben hat. Du wurdest anders erzogen. Auf ins nächste Objekt. Hast du auch was Besseres als das? Nichts, was du dir leisten kannst. Dann zeig mir doch mal, was ich mir nicht leisten kann. Wage den Traum. Ja? Alles okay? Ja, klar. Warum nicht? Wie macht sich der Neue? Er versucht, sich einzugewöhnen. Ist alles klar? Er hätte lieber sein Geld in Cash. Ah, ich wette, er hat eine Ex-Frau. Fuck. Denkt ihr Kerle alle so? Wozu sind die denn hier? Ein geklemmter Nerv. Mies. Was? Ich finde, dass du in der Pressekonferenz zu derb warst. Ach, spinnig. Das war Promotion. Es war mehr dahinter.
Der Wichser Hughes ist ein mieser Arsch, das ist er immer gewesen. Du nimmst diese Pillen schon ziemlich lange. Lexapro? Mhm. Daran liegt's nicht. Aber es verändert die Chemie im Gehirn und wenn du es auf daran einmal absetzt... Daran liegt's nicht. Ich fühle mich gut. Glaub mir, total gut. So wie lange nicht. Ich bekomme zu wenig Schlaf, aber ich folge den Anweisungen meines Doktors genau. Ich schwör's dir, Hand aufs Herz. Ein Zusammenbruch ist das nicht. Gut. Gut? Ja, okay. Nettes Gespräch. Wo bist du hin? Ich hab ein Date. Ach was. Was macht er so? Irgendwas mit Geld. Mit Geld? Ah, magst du Geld? Mhm. Ja. Und auf mich warten 1 Million Mäuse, Süße. -10%. Immer wieder gern. Genau so etwas meinte ich, Mann. Ja, kannst du dir auch nicht leisten. Wie viel kostet das? 5,7. Ja, ja! Alter, sieh dir das an. Ey, warte, zieh die Schuhe aus. Was? Schuhe aus. Sicher. Wer wohnt hier? Niemand, ist nur so hergerichtet. Hast du das im Angebot? Er ist von meinem Boss, also mach keinen Scheiß. Alter. Sag mir, wie ich an so eine Hütte komme, Mann. Gar nicht, auch wenn du das Geld hättest. 6 Angebote, 5 davon in bar. 200 mehr als ausgewiesen. Chinesen, superreiche Russen, die graben uns das Wasser ab. Du klingst wie mein Dad. Tja, der Kerl hatte Ahnung. Danke dir. Gerne. Alter. Habt ihr den Kinderwagen gekriegt? Ja, das war sehr großzügig von dir. Da kommt noch mehr, Alter. Wir verwöhnen die Kleine. Wir können es nicht annehmen. Wieso? Es sind ein Haufen Mäuse. Und das ist Amy unangenehm. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Gott, wie unhöflich von mir. Ich habe dich nicht vorführen wollen, das weißt du. So hatte ich's auch nicht aufgefasst. Alles ist gut, Mann. Dann bring ihn doch zurück in den Laden und such was anderes aus dafür. Und sag Amy, du hättest ihn mir gegeben. Es ist ein Geschenk für Maya, mehr nicht. Ja. Zeig mir den Pool. Dom, was machen Sie da? Verdammt, du siehst ja zum Anbeißen aus. Entschuldigung, hat mich nur ein bisschen umgehauen. Ich wollte nur sagen, es gibt dafür eine Reinigungskraft. Sie müssen das nicht tun. Nein, ist schon gut. Ist meditativ. Hilf mir gegen die Zwangsneurose. Okay. Okay, aber Sie sollten weg sein, ehe Joe geht. Er hat die Schlüssel. Wer ist denn der Glückliche? Gute Nacht, Dom. Gute Nacht, Boss. Dann kommen wir aus Santa Barbara zurück. Es war eine nette Reise, aber auch keine tolle. Nettes Hotelzimmer und so weiter, aber es gab immer noch diese Distanz zwischen. Brauchst du was?
Ich wollte nur noch einen Vorratsdrink ordern. Du überholst mich ja. Ich trinke immer schnell. Die Geschichte ist langweilig, ich lasse es. Nein, es ist die beste, die ich je gehört habe, ehrlich. So gut. Santa Barbara, Ex-Freundin, Alter, ich will's hören. Ganz kurz gesagt, vor einem Jahr war dann Schluss. Danach habe ich mich berappelt und mein Freund erwähnte transzendentale Meditation. Und hilft es? Nein, ganz und gar nicht. Ich sitze nur 20 Minuten mit geschlossenen Augen da. Ich kann mich auch nicht dran gewöhnen. Ich krieg zweimal täglich eine Erinnerung und du es auch nicht. Und erzählst du mir auch, wie du dazu gekommen bist? Eine echt düstere Geschichte. Düstere Geschichten finde ich toll. Echt? Ja. Okay. Scheiße, die Arbeit. Ist okay. Geh ran. Danach erzählst du über die Geschichte, okay? Du organisierst einen neuen Drink für mich und dann wirst du sie hören. Ja? Bitte sehr. Danke. Hey. Hey, Liz. Entschuldigen Sie die Störung. Ich wurde eingeschlossen. War unter der Dusche. Oh, in meinem Schreibtisch liegt ein Schlüssel in der mittleren Schublade. Okay. Und, wie läuft das Date? Gut. Klingt aber nicht so. Sind Sie jetzt in meinem Büro? Ich gehe gerade rein. Und, wie ist das? Keine Ahnung, ich habe ihn gerade erst getroffen. Wenigstens ein gutes Restaurant? Ja, ist ganz okay. Ist er ein Weißer? Was? Aha, ein Weißer, verstehe. Daten Sie nur die? Nein! Und die Frage ist unangemessen. Sind Sie high? Nein, nein, nein. Ich hab's auch gar nicht so gemeint. Tut mir leid. Ich mach noch ein bisschen Spaß. Haben Sie die Schlüssel? Hä? Hey. Wie ist denn der Alarmcode? 0816 und ich will die Schlüssel morgen zurück. 16. Hey, viel Spaß noch. Ich brauche eine Frau. Du kannst eine anrufen. Nein, ich meinte eine Frau in meinem Leben. Eine echte, so wie Amy. Ich habe Amy auch in einer Bar getroffen. Sie laufen draußen rum? Keine wie sie, Mann. Sie ist einfach anders. Naja, als ich sie traf, war sie es aber nicht. Ich hab sie schon 5 Stunden, nachdem sie Hallo gesagt hat, geschwängert. Was bemerkenswert ist, weil ich solche Sachen sonst niemals tue. Das wusste ich gar nicht. Ja, und ich auch nicht. Doch dann rief sie 6 Wochen danach an. Ja, ich hatte wirklich Glück. Ich hab mit der richtigen Scheiß gebaut. Ey, nein. Ey. Dass sie in deinem Leben ist, hat einen Grund. Und du liebst sie doch. Wahre Liebe. Wie kannst du das wissen? Weil sie mich auch liebt. Daran glaube ich. Und nun haben wir Maya. Also das war ein netter Abend. Ja. Ja. Lassen wir deinen Wagen hier? Ja, aber vielleicht sollten wir das heute Nacht nicht tun. Wieso nicht? Naja, ich bin noch nicht so weit. Du hast auch viel durchgemacht. Tim, das sehe ich etwas lockerer. Ich sehe das etwas anders. Du hast viel getrunken. Verdammt, was für ein... Was ist? Lisa, tut mir leid. Nein, keine Entschuldigung. Okay, du hast da was falsch verstanden. Ich mag dich sehr und ich hatte einen tollen Abend heute. Wie schön, Tim. Danke fürs Essen.
Könnt ihr hier anrufen? Kannst du wirklich noch fahren? Kann ich, Tim. Keine Sorge. Danke für die Frage und dafür, dass du so ein Gentleman bist. Okay. Some fellow gets shot, and his baby and his best friend both die with him, as likely as not. In half of the other songs, some cats cry, are ready to die. We've lost most all of our happy people, and I'm wondering why. Let's think about leaving. Das war verdammt heftig. Let's think about the hooping and the hopping and the bopping and the loving, lovey-dovey. Ihr seid echt toll. Und großzügig, ich find dich toll. Let's think about life. Oh, we lost old Marty Robbins on an ich danke euch. And now Miss Patty Page, or one of them, is a wearing black. And Kathy's clown has Don and Phil where they feel like they could die. If we keep on losing our singers like that, I'll be the only one you can buy. Let's think about living. Let's think about loving. Let's think about the hooping and the hopping and the bopping and the lovey-lovey-dovey. Let's forget about the whining and the crying and the shooting and the dying and the fellow with the switchblade knife. Let's think about living. Let's think about life. Was machst du? Ich bin in meinem Bett. Und was machst du? Liege flach auf dem Boden. Wieso? Ein eingeklemmter Nerv. Ist nicht schön. Ach, geht schon. Hab was eingeworfen. Gehst du eigentlich zu der Taufe? Das werde ich. Und du? Ja, wahrscheinlich. Hast doch allen Grund dazu. Deinetwegen denkt Jay, er ist katholisch. Sei vorsichtig, Gott hört dir zu. Ich hoffe nur, er sieht nicht zu. Kann ich sonst was für dich tun, Alvi? Ich hab von dir geträumt. Was ist passiert? Du hast die Patronen aus der Waffe genommen. War sehr echt. Gute Nacht, Elvi. Bingo, Bango. Hast du die Gläser ausgespült? Ja. Jo. Komm schon. Lass doch den Scheiß. Du sollst mich loslassen, Mann. Komm schon, Mann. Du bist ein Spinner. Wieso? Scheiße, Mann! Ha!
Alles klar? Fix dich!